Zunächst möchte ich mal die wichtigsten Bauteile vom Bike vorstellen. Hier in dem Karton habe ich zum einen mal die 29 Zoll Schläuche. Ich habe mich also entschieden, erstmal mit Schläuchen zu fahren und nicht schlauchlos. Aber ich werde natürlich die Felgen auf den Schlauchlosbetrieb vorbereiten, damit ich bei Bedarf dann auch umswitchen kann. Als Reifen habe ich mich für die Reifen von Continental entschieden, weil ich momentan der Meinung bin, dass die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Die sind robust. Der Grip verliert sich auch nicht so schnell wie bei anderen Herstellern. Und hier fürs Hinterrad habe ich den Race King Protection mit verstärkten Flanken. Der wiegt 615 Gramm, was noch verhältnismäßig leicht ist. Fürs Vorderrad habe ich den Cross King Protection, ebenfalls mit verstärkten Flanken. Der hat ein etwas ausgeprägteres Profil, was gerade für den Grip am Vorderrad wichtig ist. Er wiegt 655 Gramm. Als Pedale habe ich die Katana X7S Lite herausgesucht. Das sind Alu-Pedale, die einen halbwegs robusten Eindruck machen, aber trotzdem nicht zu schwer sind mit ihren 140 Gramm. Die Pedale kosten 50 Euro. Also für meinen Leichtbau ist das gerade das Richtige. Nun kommen wir zum wichtigsten und teuersten Teil des Fahrrades. Das ist die Federgabel. Es war gar nicht so einfach, da die passende zu finden. Ich habe mich am Ende für die RockShox SIT Ultimate Race Day SA entschieden. Das ist eine stabile Cross-Country-Gabel mit 100 mm Federweg. Die Gabel hat mich überzeugt, weil sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und sie wiegt nur 1330 Gramm, was für einen Leichtbau auch absolut wichtig ist. Und sie hat 44 mm Offset, das ist also auch gut für den Downhill-Bereich. Und es ist eine Boost-Gabel, das heißt, die hat einen 110 mm Achsstand. Mit einem Preis von 650 Euro fand ich sie auch noch relativ fair. Da das jetzt ja eine Boost-Gabel ist und ich aber kein Boost-Laufrad verwenden werde, brauche ich so einen Boost-Adapter. Da habe ich mich für den Boost-Adapter von Now 8 entschieden. Der Boost-Adapter stellt sicher, dass die etwas schmalere Laufradachse in diesem breitere Federgabel eingesetzt werden kann. Und da hat man so Alu-Ringe, die kommen links und rechts auf die Narbe drauf, plus diesen Distanzring für die Bremsscheibe. Als nächstes haben wir hier den Sattel, da habe ich den Selle Italia XLR Aircross gekauft. Der wiegt nur 220 Gramm, kostet 60 Euro, ist also ein fairer Preis. Das ist jetzt nicht die Hinterradachse, die tatsächlich zum Einsatz gekommen ist. Ich habe die Shimano SMAX 56 verwendet. Die hat nämlich so eine Kontermutter, die ich für den Zweck brauche. Das hier ist die Sattelklemme von KCNC. Die hat 34,9 mm Durchmesser und wiegt 25 Gramm. Dann haben wir hier eine Montagepaste für Carbonteile. Die ist allerdings nicht zum Einsatz gekommen, weil ich denke, dass ich sie gar nicht brauche. Hier ist der Steuersatz von NS Bikes. Das ist ein integrierter Steuersatz. Der muss also zum Rahmen passen, das ist wichtig. Und er ist natürlich tapered, wie die meisten Steuerrohre heutzutage sind. Hat 35 Euro gekostet. Hier haben wir die Bremsscheiben, die ich verwendet habe. Das ist von Shimano, sind es die SLX-Scheiben mit 6 Loch und 160 mm Durchmesser. Das heißt, ich brauche keinen Adapter für die Bremssättel. Und da haben wir noch das Tubeless-Kit von Stans No Tubes. Das habe ich allerdings auch nicht verwendet, weil wie gesagt, ich fahre jetzt am Anfang erstmal mit Schlauch. Die Sattelstütze ist von KCNC, das ist die Sepro Light AL75 aus Aluminium. Ich habe mir lange überlegt, ob ich eine Carbon-Sattelstütze kaufen soll, aber ehrlich gesagt, bei Sattelstützen ist mir Carbon ein bisschen zu riskant und die Alu-Sattelstütze wiegt auch nur 220 Gramm. Das ist eigentlich kein Nachteil zu einer Carbon-Sattelstütze und ich habe die für 60 Euro bekommen, das war ein Angebot. In den Bewertungen wurde die Sattelhalterung, die Klemme oben, ein bisschen kritisiert, dass die fummelig ist, hat sich aber in der Praxis nicht gezeigt. Also das hat wunderbar funktioniert.
Hier haben wir die Kurbelgarnitur. Da habe ich die SLX CM7000 Kurbelgarnitur für 11-fach verwendet und die Kurbellänge hat 175 mm, was für meinen Einsatz mehr als Tourenrad auch passt. Dann haben wir hier das Kettenblatt SMCR M81 von Shimano mit 30 Zähnen. Ich hatte anfangs 32 ausprobiert, das war aber ein bisschen zu viel für den Bergauf-Einsatz. Und es ist natürlich ein Narrow-Wide-Kettenblatt, was auch ein großer Vorteil ist. Hier haben wir die Zahnkranzkassette. Das ist eine XT-Kassette, die M8000 mit 11 bis 42 Zähnen und Stahlritzeln. Die mit Stahlritzeln ist etwas schwerer, aber dafür sind die Ritzel haltbarer. Da haben wir dann die SLX M7000 Bremsanlage, die ich für vorne und hinten verwendet habe. Also ich fand, dass die SLX-Qualität absolut ausreicht. Man muss jetzt da keine XT-Bremse verwenden. Ja, hier ist das Schaltwerk. Das ist Shimano XT Shadow Plus. Das ist das M8000 Schaltwerk für 11-fach. Das ist ein gedämpftes Schaltwerk, hat eine sehr hohe Qualität und da klappert auch die Kette nicht. Und hier ist noch der passende Schaltgriff dazu. Als Lenker habe ich von Easton Havoc einen Carbon-Lenker mir organisiert. Das ist ein gebrauchter Lenker, aber im Neuzustand. Das heißt, ich habe den sehr günstig bekommen. Der hat einen 2 cm Rise und ist 75 cm breit. Also dadurch hat man echt die optimale Kontrolle am Bike und der Rise war mir auch wichtig, damit man ein bisschen eine aufrechtere Haltung hat. Als Vorbau habe ich von Renthal Apex den Vorbau verwendet. Der ist 8 cm lang und hat einen 6 Grad Winkel. Hier haben wir noch die Schrauben für die Befestigung der Bremsscheiben. Außerdem habe ich mir eine Geräuschdämpfung für die innen verlegten Bremsleitungen und Schaltzüge besorgt. Ich habe sie aber in der Praxis dann nicht verwendet, weil sie nicht nötig waren. Bei meinem ersten Rahmen habe ich die Geräuschdämpfung für den Schaltzug noch eingebaut, aber wie gesagt, beim zweiten Mal habe ich sie dann nicht mehr verwendet. Ja, dann kam endlich aus China der Carbonrahmen in einer etwas verbeulten Verpackung. Also ich habe mir das schon gedacht, dass hoffentlich der Rahmen nicht beschädigt ist, weil die Verpackung sah wirklich wild aus, wie man sehen kann. Der Rahmen war aber sehr gut innen geschützt und verpackt. Es hat sich dann aber gezeigt, dass der Rahmen tatsächlich eine Macke hatte und ich musste den dann reklamieren, habe mein Geld wieder zurückbekommen. Also es war ja am Anfang ein bisschen so die Frage, was passiert in einem Gewährleistungsfall, aber die Abwicklung über AliExpress war jetzt kein Problem. Man musste halt nur Foto- und Videobeweise für den Schaden bringen und auch ein Foto von der Verpackung von dem Rahmen. Dieser Rahmen von Trifox, mit dem war ich aber sowieso nicht so hundertprozentig zufrieden, weil der in den Details, vor allem im Innenbereich, nicht so gut verarbeitet war. Also das heißt, die Innenverlegung der Züge war schwierig bis gar nicht möglich. Und das hat mir dann nicht so gefallen, deswegen war ich ganz froh, dass ich ihn wieder zurückgeben konnte. Ich habe mich dann am Ende für einen Rahmen von BXT entschieden, auch einen 19 Zoll Rahmen mit T1000 Carbon. Und der Rahmen war wirklich optimal, mit dem bin ich super zufrieden. Man sieht es dann am Ende vom Video, weil ich werde jetzt das Bike erstmal mit dem Trifox Rahmen aufbauen. Und dann am Ende das nochmal umbauen auf den BXT-Rahmen. Also hier sieht man zum Beispiel die Verlegung der Innenzüge mit diesen Hülsen außen. Die ist nicht optimal gelöst. Ansonsten war der Carbon schon gut verarbeitet. Also es war ein sauberer, ordentlicher Rahmen. Das gesamte Bike mit allen Teilen hat dann am Ende ein Gewicht von 10,2 Kilo gehabt und alle Teile inklusive Rahmen haben mich 2.400 Euro gekostet. Ich finde, das ist ein absolut fairer Preis
für ein Bike mit dem Gewicht und der Qualität und der Ausstattung, wie ich sie genau haben möchte. In den Laufradsatz wird erstmal ein Felgenband eingeklebt. Dazu muss die Felge innen absolut fettfrei sein. Das kann man zum Beispiel mit Alkohol schön abreiben. Das Felgenband selber wird dann nämlich eingeklebt und muss absolut gut haften, damit der Laufradsatz dann auch für Tubeless eingesetzt werden kann. Man beginnt beim Einkleben vom Felgenband in der Nähe von der Ventilöffnung. Man geht dann ungefähr 10 cm zurück und fängt an, das einzukleben. Und beim Kleben muss man das Felgenband schön an der Felge glatt streichen, sodass keine Blasen entstehen. Im Übrigen handelt es sich um einen Laufradsatz von No Tubes, die sich auszeichnen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war auch ein Angebot. Und durch eine gute Stabilität und einem relativ niedrigen Gewicht von 1660 Gramm. Für den Laufradsatz habe ich 400 € bezahlt, was ihn zwar zum zweitteuersten Teil meines Fahrrades macht, nach der Federgabel, aber es ist trotzdem ein ziemlich guter Preis, wie ich finde. Beim Aufkleben vom Felgenband ist es, wie gesagt, wichtig, dass man die Blasen schön rausstreicht und dass das Felgenband möglichst mittig in der Felge aufgeklebt wird. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo das Ventilloch da kommt, und jetzt kleben wir das Felgenband so auf, dass es ungefähr 10 cm mit der Anfangsstelle überlappt. Also da ist das Ventilloch und dann wird das Felgenband in einer so halbrunden Form abgeschnitten. So, jetzt werden nochmal alle Blasen rausgestrichen und das Felgenband schön aufgeklebt, festgestrichen, damit das dann auch dicht ist und keine Luft nach außen dringen kann. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Hinterrad, das ist genau die gleiche Vorgehensweise. Jetzt kommt dann der Schlauch drauf und ich nehme jetzt erstmal das Ventil von dem Schlauch her, um das Ventilloch am Felgenband durchzustechen. Das suchen wir hier die Stelle und dann sticht man hier einfach mit dem Ventil durch. Und dann wird natürlich der Mantel aufgezogen, bevor der Schlauch montiert wird. Dabei ist auf die Rotationsrichtung des Mantels zu achten. Die meisten Mäntel haben eine bestimmte Rotationsrichtung, weil das Profil auf die Laufrichtung des Rads ausgerichtet ist.
Jetzt montieren wir die Zahnkranzkassette aufs Hinterrad. Da lösen wir jetzt erstmal die Sicherung, die bei der Verpackung mit dabei war. Und dann werden die Ritzel genau in derselben Reihenfolge natürlich auf den Freilaufkörper aufgesteckt. Dabei ist zu beachten, dass es solche Spacer zwischen den Ritzeln gibt, zwischen einigen. Die darf man natürlich nicht vergessen. Die schwarze Kappe da, die fixiert am Ende die Zahnkranzkassette und um die festzuschrauben, braucht man so einen speziellen Schlüssel. Und den muss man dann richtig ordentlich festziehen. Jetzt kommen wir zur Zugverlegung. Hier werden also die Schalt- und Züge und dann auch die Bremsleitungen im Rahmen idealerweise verlegt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich am Ende nicht diesen Rahmen verwendet habe. Ich habe das ganze Rad dann nochmal umgebaut. Das werde ich dann auch zeigen. Bei dem Rahmen war die Zugverlegung nicht ideal gelöst. Da waren innen so scharfkantige Ecken und da war die Verlegung der Züge extrem schwierig. Den Bremszug zum Beispiel konnte man gar nicht im Rahmen verlegen. Hier an der Innenlagerstelle ist eine Kappe unten aufgeschraubt, die dazu dient, dass man den Zug unter dem Innenlager schön durchführen kann. Das sieht man nun auch die Liner, die da eingeführt sind, die dann die Zugverlegung vereinfachen sollen. Hier muss ich anmerken, dass ich jetzt die komplette Schaltzughülle durch den Rahmen durchführen wollte. Und das war sehr schwierig. Das hat zwar funktioniert, aber es war sehr schwierig. Normalerweise macht man es so, dass man quasi die Schaltzughülle hier an der Öffnung vom Rahmen einfach kürzt und nur das Schaltkabel selber durchführt. Das schiebt man dann einfach durch diesen Liner durch. Ich habe es jetzt auf die Weise versucht. War ein bisschen schwieriger. Aber es hat am Ende auch funktioniert.
Ich habe dann auf den Schallzug noch so eine Schaumstoffhülle aufgezogen, damit der im Rahmen nicht klappert bei Erschütterungen. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ich habe mir gedacht, das macht wahrscheinlich Sinn, das zu tun. Das Problem war jetzt, dass der Schallzug nicht durch diese Endkappen da durchpasst, die auf den Rahmen aufgeschraubt sind. Das liegt daran, dass man normalerweise eben nicht den kompletten Schallzug mit Hülle da durchführt, sondern nur das Kabel selber. Aber ich habe jetzt die Kappen einfach ein bisschen aufgebohrt, damit der Schallzug dann komplett durchpasst. Als nächstes wird die Bremsleitung verlegt. Dazu nehmen wir erstmal die Bremsbeläge raus, weil die Bremse dann sowieso entlüftet werden muss. Die Bremsleitung wird jetzt geleert, das heißt, das Öl, das sich drin befindet, wird rausgesaugt mit der Spritze, damit man die ohne Probleme durch den Rahmen verlegen kann. Weil diese Endkappe, die da drauf war, um zu verhindern, dass die Bremsflüssigkeit rausläuft, die muss man einfach runter machen, sonst würde man die Bremsleitung niemals durch den Rahmen durchbekommen. Das Öl wird natürlich aufgehoben und in die Flasche zurück eingefüllt. Ja, hier hat sich dann gezeigt, dass es einfach nicht möglich war, die Bremsleitung im Rahmen zu verlegen. Das hat nicht funktioniert. Der Rahmen war innen zu scharfkantig und zu eckig und es hat einfach nicht geklappt, trotz Liner.
Und deswegen musste ich die Bremsleitung an der Außenseite vom Rahmen dann verlegen. Glücklicherweise waren am Rahmen außen so Clips angebracht, die das Verlegen der Bremsleitung dann ermöglicht haben. Bei der Montage des Innenlagers muss das Gewinde gut eingefettet werden und dann wird das Innenlager in der Richtung eingeschraubt, wie es an den Lagerschalen eingraviert ist. Da steht also die Drehrichtung des Gewindes außen drauf. Das zeige ich auch gleich nochmal im Video. Jetzt wird die Kurbelgarnitur montiert. Da kommt erstmal das Kettenblatt drauf. Dafür gibt es dann auch solche Torx-Schrauben, die man ordentlich anziehen muss. Die Kurbel wird ja ganz schön belastet beim Fahren, deswegen müssen die Schrauben wirklich fest sitzen. Die Kurbel wird dann durchs Innenlager gesteckt.
Mit der Schraube wird der Kurbelarm erstmal festgeschraubt, handfest wohlgemerkt, damit der ordentlich auf der Kurbel drauf sitzt. Und dann wird der Kurbelarm mit den Imbusschrauben, die an der Seite da drin stecken, fixiert. Das zeige ich dann aber später. Hier haben wir einen integrierten Steuersatz, der wird einfach direkt in den Rahmen reingesteckt. Also da braucht es keine besonderen Lagerschalen oder so. Und dann wird der ordentlich eingefettet. Der Rahmen hier hat die Besonderheit, dass man den Vorbau in unterschiedlichen Höhen montieren kann. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen, fand es ein bisschen merkwürdig, aber gut, das probieren wir jetzt einfach aus. Und hier ist der Adapter, den man dafür verwenden kann. Ich habe mich entschieden, den Adapter zu verwenden. Das ist nicht zwingend nötig, wenn man den Vorbau tiefer haben will, weil ich dann eine aufrechtere Sitzhaltung haben kann, was beim Bergabfahren auf jeden Fall ein Vorteil ist. Bevor wir das Ganze zusammenbauen, muss auf jeden Fall erstmal die Federgabel angepasst werden. Das heißt, der Gabelschaft muss auf die richtige Länge gekürzt werden. Der ist ja werkseitig immer etwas zu lang, damit der halt wirklich in jeden Rahmen reinpasst. Und man muss ihn dann auf die Länge kürzen, der genau zu dem Rahmen inklusive Vorbau passt. Dazu montiert man jetzt erstmal provisorisch den Steuersatz inklusive Vorbau mit Spacern und markiert dann die Stelle, an der der Gabelschaft abgesägt werden soll. Ich mache dann oben noch einen Spacer drauf, damit ich ein bisschen Puffer habe, damit man später die Gabel eventuell noch bei anderen Rahmen verwenden kann, die vielleicht ein bisschen ein längeres Gabelrohr haben.
Und jetzt kann man die Gabel inklusive Steuersatz fest einbauen. Das Schwierigste dabei ist, die Gabelkrone einzuschlagen, wobei das nicht wirklich schwierig ist, man muss nur wissen, wie man das genau macht. Da gehen wir so vor, dass wir erstmal die Schraube mit dem Deckel vom Steuersatz oben mit der Hand reindrehen. Dann setzen wir die Gabelkrone oben auf den Gabelschaft auf. Und dann nehmen wir einen Kunststoffhammer oder Gummihammer und schlagen die Gabelkrone direkt so ein. So, wenn das jetzt komplett eingeschlagen ist, drehen wir die Schraube ein bisschen raus, vielleicht 5 mm, und schlagen nochmal drauf, damit die Gabelkrone noch ein bisschen tiefer sitzt. Und das Ganze wiederholen wir so, bis die Gabelkrone ungefähr 5 mm unterhalb des Gabelrohrs drin sitzt. So, und das war's schon. Jetzt kann man das Ganze festschrauben. Hier sieht man nochmal, dass die Gabelkrone die ideale Tiefe hat. Wichtig ist, dass die Bremsleitungen und die Schaltzüge so gekürzt werden, dass beim extremen Lenkereinschlag die nicht abreißen können. Für das Kürzen der Leitungen sollte man eine spezielle Zange verwenden, damit die wirklich die Leitungen sauber und glatt abschneiden. Da sollten keine ausgefransten Ecken dran sein.
An das Ende der Bremsleitung muss so ein Metallstift eingeschlagen werden. Das ist eigentlich so die schwierigste Aufgabe an der ganzen Sache, weil der nur ganz schwer reingeht. Da kann man sich diese Plastikteile zu Hilfe nehmen, die bei dem Entlüftungsset normalerweise dabei sind oder bei den Bremsen, ich weiß gar nicht mehr genau. Die nutzt man, um die Bremsleitung quasi festzuklemmen und mit einer Zange ordentlich halten zu können, während man mit dem Hammer oben diesen Stift reinschlägt. Das ist wirklich schwierig, das ist einfach ein bisschen leichter, wenn man das zu zweit machen kann, aber ich habe es auch alleine hinbekommen. So sieht das Endergebnis dann aus, da ist dieser Stift genau ordentlich reingeschlagen.